Schauen, was die Leute so denken. Die Landschaft ist herrlich. Das ist doch schön. Das wollte ich jetzt eigentlich hören. Du willst nach Hause. Wie, du willst nach Hause? Du willst nicht nach Hause. Nein, Mann. Du willst nicht nach Hause. Ach, verdammt. Er will doch nach Hause. Das macht nichts. Ich habe noch hier genug Geld dafür. Kommen wir direkt mal wieder an. Nein, ja wohl doch, 5 Wochen Rest ist eigentlich in Ordnung. Weil dann überschneidet sich das eigentlich ziemlich gut. So, jetzt können wir hier mal auch 3 Mark verlangen, glaube ich. Ja, wisst ihr was? So. Nee, dann lieber... So. Okay. Chelsea B. Okay. So, mal gucken. Unbekannt. Grundlagenforschung. Achso, habe ich das schon auf maximal gestellt? Nein, habe ich noch nicht. Jetzt aber. Weil ganz ehrlich, die 200 Mark, die machen so gut wie keinen Unterschied. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, wo könnte ich das jetzt hier noch hinstellen? Hier wäre eigentlich ein guter Platz, oder? Hier haben wir noch gar nichts. Doch, doch, hier stellen wir das hin. Ah, verdammt. So. Okay, verdienen wir hier auch schon mal wieder ein bisschen Geld nebenbei. Und hier können wir auch noch einen Zaun hinsetzen, würde ich sagen. Zack, zack. Zack, zack. Setzen wir da drum noch ein paar Blümchen hin. So. Das sehe ich natürlich auch ganz gerne. Okay, das sieht doch eigentlich mal schon mal nicht schlecht aus, würde ich sagen. Die Leute stehen hier immer noch Schlange für. What? Was ist das Problem? Ist doch gar nicht so schlimm. Also komm, ist bestimmt nicht so schlimm. Na seht ihr, geht doch. So, dann schauen wir mal. Ich warte immer noch darauf, dass ihr mir hier... Sehr schön. Und jetzt bitte einen Informationsstand. Dann macht ihr mich richtig happy. 4. Mai, noch 16 Tage. Oh Gott. Ja, komm, 80 Cent reichen auch. Müsste ja nicht so... Also so sehr will ich jetzt auch durch die Geier raushängen lassen. Blümchen hin. So, und zäumen das Ganze noch hier schön. Zack, zack, zack. So. So. Ah, wisst ihr was? Da hauen wir noch ein paar Bäumchen hin, fällt mir gerade ein. Schiffschaukel ist defekt. Ah, wir haben ja genug Mechaniker hier anwesend, die sich darum kümmern werden, bestimmt. So. Als nächstes werde ich mal dafür sorgen, dass der ganze Trouble jetzt mal hier verschwindet, indem ich jetzt hier überall solche Schilder aufsetze. Da, wo der Ausgang immer ist, wo dann steht, kein Zutritt. So. Kein Zugang, weil dann kommen sie zwar raus, aber nicht wieder rein. Und das ist eigentlich mal keine allzu schlechte Idee, wenn ich das mal so sagen kann. Weil dadurch halte ich mir mal ein bisschen den Ärger fern. So. Okay. Oh, die Leute kommen ja und zahlen auch fleißig. Oh, da gab es gerade einen kleinen Lag. Keine Ahnung, was da jetzt eben los war.
Moment, da passt noch ein Blümchen vielleicht hin. Ja, passt auch noch dahin. Sehr schön. Moment. Information, sehr schön. So, dann können wir jetzt hier auch wieder hier das hier aktivieren. Es ging jetzt nämlich von Anfang an nur darum, dass die scheiß Information gebaut wird. So, haben wir hier eigentlich schon was verkauft? Ist überhaupt offen? Okay. Ja, komm, für einen Hamburger würde ich auch nicht 1,50 Euro bezahlen. Würde ich auch noch 1 Euro bezahlen. Kostet nämlich genauso viel wie bei Maggis. Verstehe ich, da verstehe ich die schon. So. Okay, so, dann setzen wir da noch einen hin und da und da. Okay. Sieht doch, also ich finde, das sieht hübsch aus bisher. Sind halt nur ein paar Blümchen und ein paar Bäumchen, aber who cares? So, bitte, ich warte darauf. Komm, jetzt aber, hopp, holla die hopp. Dankeschön, so. Weil jetzt fängt das Geldverdienen erst richtig an. Das Schöne ist ja an Regenschirmen, man kann 20 Mark dafür verlangen und die Idioten zahlen dafür trotzdem 20 Mark. Oh nee, 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 nee. Pause. So, schön. Konnte ich das jetzt gerade noch retten, indem ich mal schnell auf die Pause-Taste drücke. Nice. Okay, so und auf damit und hepp. So. Damit kommt erstmal ein richtig dicker, fetter Geldregen rein. So. Da 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 da. So. Kaufen Sie Regenschirme, meine Damen und Herren. Sie kosten nur 20 Euro. Und hier auch nur 20 Euro. So, und jetzt fange ich erstmal an, meine ganzen Schulden abzubauen. Oder ich bin gerade überlegen. Soll ich? Oder ich weiß gerade gar nicht. Ja doch, wir fangen jetzt erstmal an, unsere Schulden abzubauen. Es ist schon Mai und ich meine, wir haben unser Pensum schon erfüllt. Also so ist es ja nicht. Aber ich finde es immer so ätzend, wenn da so einer in der Schlange ist, der nicht so ganz bei der Höhe ist. Oh schön, es wird schon wieder schönes Wetter und ich habe eine Menge Geld verdient. Könnte ich noch bauen? Ich weiß es gerade nicht. Nee, nicht nach eigenem Entwurf. Ich bin da. Sage ich euch ganz ehrlich, ich bin absolut untalentiert, was sowas angeht. Unbekannt. Ja, jetzt wäre eine Baumstammrutsche eigentlich ganz praktisch, aber momentan ist das hier eigentlich meine Haupteinnahmequelle. Ja, wo bleibt denn der Scheißmechaniker? Auf da jetzt. So, meine Fresse. Meine Herren. Sicherheitsabschaltung. Oh, schön, wir haben einen Preis erhalten. Okay, dann machen wir mal jetzt hier auf 30. Und, Moment. Doch, was soll. Wo klicke ich mich gerade rum?
Ah, ich brauche ein bisschen Geld jetzt erstmal. Das läuft auch ganz gut eigentlich. Machen wir auch mal jetzt hier hinten. So, hier, wie schaut's da aus? Wie viele Menschen warten? Oh, sehr viele sogar. Hätten wir noch 2 Mark verlangen können. Wie schaut's hier aus? Ja, ich denke mal, hier können wir auch mal 1,50 Mark verlangen. Das ist okay, der Preis. Achterbahn 1 sieht mir zu extrem aus. Oh mein Gott, was eine Pussy. So schlimm ist sie doch gar nicht. Wir wollen erstmal wieder eine Werbekampagne für den Park am besten, oder? Weiß gerade nicht. Na komm, die Woche muss doch auch irgendwann mal zu Ende sein, oder? Dankeschön. So, warten wir jetzt mal ganz kurz. Kosten pro Woche. Gesamtkosten 210. Das sind 2100. Das ist ja okay. Auch komm. Gleich. Komm. Müssen wir jetzt sagen. Ja, komm, noch 10 Pfennig. Komm. Ja, endlich. So. Zack. So, dann locken wir mal mehr Zuschauer hierher. Eine sehr schön starkes Achterbahn. Passt hier super rein. Ehrlich, die passt hier 1A rein. Perfekt hier rein. Meine Fresse, der sieht aber nicht gesund aus. Oder die sieht nicht gesund aus. Fertigstellung, 18. Juni. Und wir haben den 14. noch 4 Tage. Ich denke mal, das Geld für eine kleine Achterbahn werde ich auch noch haben irgendwo. Kostet mich denn der Spaß überhaupt? Eben kann ich es irgendwo hinsetzen. $3000. Boah. Ganz schön hab ich für so eine billige Achterbahn. Ja. So, Stahlgerüstachterbahn haben wir jetzt auch noch gebaut. Ah, 50 Cent kann man da schon sagen, das geht schon. Da sieht man auch mal ein bisschen was vom Park. Das ist in Ordnung für 50 Cent. 102 Personen warten. Wow. Die sind auch bereit, 4 Mark zu bezahlen. Das ist ja noch besser. 10.000 Mark pro Stunde. Wow. Also in einer Stunde würde ich 10.000 Mark verdienen. Wahnsinn. Ey, Kollege, ist das dein Ernst? Halt nicht den Verkehr auf.
Julius. Du sollst auch eigentlich da drüben hin. Stell dich da an. Geht doch. Aber halt nicht.